als James Wade-Fan, ich habe wirklich Angst. Ihr könnt mich alle haten. Ich sag Dragorin, die deutsche Hoffnung. Ganz ehrlich, Luke Littler ist hungrig. Oh, was mache ich hier? Die große WM des Stow Buns. Was geht YouTube und herzlich willkommen zu diesem Video. Es ist endlich soweit. Heute ist der Tag. Meine WM-Prediction. Also, deswegen ist der Tag nicht so besonders, sondern heute startet die WM und jetzt kurz vor knapp noch meine WM-Prediction. Ich muss sagen, ich war im Vorfeld nicht so gehypt auf die WM, weil ich habe sehr, sehr aufwendige Videos vorproduziert und das schon fast einen Monat im Vorhinein. Ich war echt ein bisschen übermütig, muss ich sagen. Und deswegen hat es sich die letzte Zeit so gezogen, bis die WM dann mal startet, dass ich euch diese Videos zeigen kann. Aber jetzt endlich ist es soweit. Aber bevor diese Videos online kommen, erstmal meine Prediction. Und dafür bin ich jetzt mal auf mydartcoach.com gegangen. Und die haben hier einen Simulator. Und den gehen wir einfach mal durch. Ich habe den von... Moment, hier ist der ganze Turnierbaum. Okay, ich habe den vorhin schon mal random durchgespielt, um das für die Szenerie hier zu managen und ob ich das gut aufnehmen kann. Da habe ich random durchgeklickt und da kam Rob Cross raus. Ich habe nicht hingeguckt, worauf ich geklickt habe. Am Ende stand Rob Cross als WM-Sieger fest. Also, just saying. Und jetzt gehen wir rein in die ersten Matches. Ich kann mich hier so durchklicken. Das erste Spiel gewinnt natürlich das Dieter Wright Double. Stow Buns, absolut Legendentyp. Mal gucken, wie es gegen Michael Smith aussieht. Aber davor erstmal Mike de Decker gegen Dragorin Horvath. Ich muss mit dem Deutschen gehen. Ich muss. Ich kann nicht anders. So, next. Ich versuche ein bisschen... Oh, ich blamier mich... Also, ich blamier mich natürlich jetzt in der ersten Runde, weil ich nicht alle Namen kenne. Darren Webster, kennt man. Mit dem gehe ich mit, aber ich kenne nicht alle. William O'Connor kenne ich. Ich gehe mal so ein bisschen mit den Leuten, die ich kenne. Ich weiß jetzt nicht, wer er ist. Aber wir gehen weiter. Hier zum Beispiel bin ich mal wieder maximal überfordert. Das ist komplett random. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich werde dieses Jahr sehr krass verfolgen, welche Tipps ich richtig habe und welche ich falsch habe. Und werde dann so ausrechnen, wie gut ich gelegen bin. Ich gehe mit Richie Etthaus hier. Ich habe auch gehört, wenn man random tippt, ist es manchmal erfolgreicher, als wenn man sich viele Gedanken zumacht. Es ist, im Endeffekt sind es alles Profis und die können eigentlich alle gewinnen, in der Theorie. Steve Lennon, kennt man. Jamie Hughes. Jamie, aha. Ja, die Erstrunden-Matches sind jetzt nicht so spektakulär oder mit den großen Namen bestückt. Deswegen gehe ich ja auch mal ein bisschen schneller durch an der Stelle. Am Ende werden wir nochmal die Overview sehen, wen ich da getippt habe. Hier muss ich tippen, wer als nächstes gegen James Wade spielt. James Wade, mein absoluter Lieblingsspieler, wer es noch nicht weiß. Ich erzähle es jeden Tag 5-mal. Und ich hoffe so sehr, dass er dieses Jahr die WM gewinnt, aber dazu später mehr. Oh, Illigan ist ein ekliger Gegner. Deswegen, ich möchte ihn nicht haben, aber ich glaube, dass Illigan gewinnt. Und wir kommen später zu dem Matchup, aber ich habe Angst. Als James Wade-Fan, ich habe wirklich Angst. So, Luke Littler natürlich, Legende. Dann hier, zack, Mickey, okay, das ist jetzt wild hier, ich kann nicht, nee, ich gehe hier, zack, weiter, Boris, ja, Boris, mach das, guter E-Dart-Spieler, Simon Whitlock, dem gönne ich, Simon Whitlock gegen Gary Anderson wäre auch ein Matchup, was ich nehmen würde, sehr geiles Spiel, sehr geil, Keen Barry. Puh, da weiß ich nicht. Bei den beiden Kollegen. Naja. Es ist im Endeffekt random. Ach, übrigens. Während ich hier jetzt mal die Erstrunden-Picks mache. Und falls ihr nicht wisst, was ihr auf euer Schild schreiben sollt, schreibt einfach meinen Twitch-Link hin. Da kann nichts schief gehen. Oder sogar einen QR-Code. Wir hatten sogar mal jemanden in Berlin bei der Premier League. Nee, bei... Doch, bei der Premier League in Berlin hatten wir jemanden mit meinem Schild in der Crowd. Aber man hat es leider nicht im Fernsehen gesehen. Ey, das wäre wirklich ein großer Traum. Ich habe mittlerweile, overall, glaube fast 30.000... Wenn ich alles zusammennehme, fast 40.000 Follower, da wird doch mal einer irgendwie ein Schild mit meinem Namen in die Kamera halten können. Wenn ich sonst so sehe, was da so steht, ich grüße meine Oma oder so. Also berechtigt, aber kann man auch mal meinen Twitch-Link reinschreiben. Da kommen wir auch schon in die Cam zeigen. Jetzt kommen wir aber schon... Florian Hempel. Wir wollen das Rematch gegen Dimitri Vandenberg. Oder Bär. I don't know. Ryan Joyce. Unbreakable. Ryan Joyce gegen Steven Bunting. Geil, Alter. Die zwei... Also, geil.
Dann Scott Williams, obwohl Fallon Sherrock, das ist auch ein krasses Match. Aber ich glaub, Vettimena macht das, ehrlich gesagt. Luke Mann, Luke Woodhouse, passt. Zack. Dann Ricardo Pietrezco gegen Suzuki. Boah, ich muss mit Ricardo gehen, aber das ist wirklich so ein Match, habe ich auch ein bisschen Schiss vor. Im Sinne von, ich hoffe, Ricardo macht das. Ich glaube, er wird heftigst ausgebuht tatsächlich. Wir werden sehen. Let's go, Ricardo, Macher. Und gegen Callum Ritz wird, ich glaube, erste Runde wird schwieriger als zweite für Pietrezco, wenn er gewinnt. So, weiter geht's. Zack. Ian White. Ich finde, Ian White ist underrated, aber auf der großen Bühne hat er nie was gerissen, leider. Vielleicht ja dieses Jahr. Ryan Searle, okay. Ich guck schon immer in die nächste Runde, aber eigentlich, das kommt alles gleich. Ricky Evans, nehmen wir Steve Beaton. Ja, komm, Gehen wir mit Steve Beaton? Ja, ich glaube, der ist jung und hungrig. Ich sage ehrlich. Steve, es tut mir leid. Raus. Sorry. Rusty natürlich. Van Feen natürlich. Oh, aber gegen Gabriel. Oh, ja, ich guck schon so weit. Und jetzt Michael Smith gegen Stowe Buns. Jetzt kommen wir zu den geilen Matchups. Jetzt kommen auch schon die großen Namen rein. Boah, ich muss sagen, ich sag ehrlich, ich sehe Stowe Buns gerade stärker als Michael Smith. Real Talk. Ich gebe Stowe Buns. Ihr könnt mich alle haten. Ich sag Michael Smith, erster Tag raus. Ich hab's schon vor einer Woche gesagt. Ich sag's nochmal. Malas Rasma, absolut stabiler Spieler. Obwohl ich Straguin gönnen würde. Boah. Hadas Massa. Ey, Malas Rasma wirklich, der ist auch ein ekliger Gegner. Aber wenn ich jetzt Dragorin durchgehen lasse, dann könnte er auch hier WM-Titel holen, fast schon. Ich sag Dragorin die deutsche Hoffnung. Ganz ehrlich. Dragorin eins weiter. Ross Smith, guter Spieler. Chris Dobie jetzt auch nicht so performt hat. Boah, es ist wirklich schwer jetzt schon hier. Ich gehe mit Willy O'Connor. Oder? Nee, ich muss mit Chris Dobie eigentlich. Muss. Rob Cross, einer meiner Lieblingsspieler. De Sousa kann so gut rechnen wie ich. Steve Lennon oder Johnny. Ich gehe mit Johnny Clayton. Auch ein bisschen Sympathie hier gerade alles. Einfach so, wie ich will, dass sie weiterkommen. Ratajski, krasser Spieler. Dieter Wright. Ich will Stowe Buns gegen Dieter Wright sehen. Das Rematch. Raymond van Barneveld, ich habe mir vorhin schon überlegt, Bruder, wenn Raymond van Barneveld Weltmeister wird, ich glaube, was Besseres könnte man sich nicht wünschen, tatsächlich. Also, ich glaube, jeder wäre happy. Egal, von wem man Fan ist, egal, wen er raushaut. Wenn Raymond van Barneveld mein James Wade raushaut und dann Weltmeister wird, ich wäre nicht böse. Ich würde es mitnehmen. Ganz ehrlich, ich glaube, jeder wird sich freuen. Tatsächlich. Sind wir gerade bei James Wade. James Wade, ich muss ihn weiterkommen lassen, aber ich habe wirklich Respekt vor Illigan. Der macht manchmal Faxen. Dann Luke Littler gegen Andrew Gilden. Geiles Matchup. Luke Littler ist hungrig, sage ich. Dann Gervin Iceman Price weiter. Ich sag noch nichts, aber Price, einer meiner Top-Favoriten. Der ist ein bisschen angefressen seit letztem Jahr, sage ich. Der hat noch eine Mission zu erfüllen. Job not finished. So, gegen Brandon Dolan. Dirk van Dijvenbode habe ich auch noch nicht abgeschrieben, aber auch geiles Matchup hier, die beiden. Dann Gary Anderson natürlich. Michael van Gerwen. Kim Hübrechts nehmen wir. So, Florian Hempel gegen Dimitri. Wird er es nochmal schaffen, Dimitri aus der WM rauszuschmeißen? Boah, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Und wenn ich gerade die Matchups hier so durchgehe und die möglichen Sachen, die passieren können, kriege ich gerade noch mehr Bock auf heute Abend. Ich gehe mit Florian Hempel. Ist es jetzt nur so ein ich will, dass er gewinnt?
Ne, ich lass Dimitri, warte. Machst du nix. Steven Bunting, Form seines Lebens. Noppert. Martin Schindler. Natürlich weiter. Damon Hatter. Mal gucken, wie er auf die Bühne kommt. Ich sage als Cringe. Das ist die eigentliche Prediction hier. Nicht wer gewinnt, sondern dass Damon Hatter als Cringe auf die Bühne kommt. Luke. Hier Pietrezko weiter. Joe Cullen. Ian White gegen Ryan Searle. Ich lasse Ian White weiter. Auch wenn Ryan Searle den neuen Data gespielt hat, gute Form ist, ich mag Ian White. Und das ist meine Prediction. So, Nathan Espinel. Klare Sache. Obwohl Gurney. Boah, ich sehe Gurney ehrlich nicht weiterkommen. Warte mal, ich habe den vorhin schon gegoogelt. Ach du. Ich habe den gerade copy-pasted und habe mich gewundert, dass der Name nicht geändert wurde. Ja, dann lasse ich Gurney weiterkommen. Dave Chisnell. Ja. Gabriel Clemens gegen Kian Van Veen. Das ist eine harte Angelegenheit. Ich sehe leider Gabriel Clemens nicht back-to-back abreißen bei der WM. Wäre zu krass, glaube ich. Ich glaube, wäre zu krass. Und Kian, der ist heiß. Der ist hungrig. Boah, das... Ene müsste, es rappelt in der Kiste. Ja, Kian. Nee. Gabriel Clemens hat die Erfahrung von letztem Jahr. Oh, ich habe eins geskippt. Stobanz gegen Dragorino. Oh, was? Oh, was mache ich hier? Ey, das wird die WM des Stobanz, ich sag ehrlich. Machst du nix? Ross Smith. Sehe ich besser als Chris Doby tatsächlich. Rob Cross. Boah, ich glaube, ich verzettel mich hier gerade komplett tatsächlich. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Dieter Wright, James Wade. Luke Littler gegen James Wade, ich kann nicht mehr. Price, Gary Anderson. Price gegen Anderson. Ey, was passiert hier? Was passiert hier? Was sind das für Matchups gleich? Junge, Michael Van Gerwen, Steven Bunting, Martin Schindler. Josh Rock, Ricardo gegen Luke Humphries. Ich habe ja Luke Humphries auf das Titelblatt gemacht, aufs Thumbnail, weil ich dachte, der holt das Ding. Und ich glaube, die meisten Leute gehen auch davon aus. Also eigentlich habe ich nur drauf gepackt, weil die meisten Leute davon ausgehen, dass er das Ding gewinnt. Mein Lieblings-WM-Titelträger wäre es jetzt nicht. Pietrezko wäre es hingegen schon. So, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ja, ich muss Luke Humphries weiterkommen lassen, es tut mir leid. Ja, Joe Cullen. Espinel. Also ich sage euch ehrlich, wenn das hier alles so passiert, wie ich das predicted, dann wäre es auch eine geile WM tatsächlich. Stobanz gegen Ross Smith. Stobanz. Bruder, ich sag ehrlich, die große WM des Stobanz. Video kommt, schon vorproduziert. Rob Cross. Dieter Wright gegen James Wade. Was machen wir da? Wollen wir... Ich mach James Wade weiter, ne? Machst du nix? Gervin Price gewinnt gegen Gary Anderson. Ich glaube so. Luke Humphries gegen Joe Cullen. Ja, Luke Humphries. Vielleicht macht es ja Luke Humphries doch. Nathan Espinel, glaube ich, gewinnt gegen Gabriel Clemens. Boah, ey. Es gibt kein richtig oder falsch. Ich drücke hier einfach nur noch durch, so wie ich es fühle. Aber gegen Rob Cross ist Stobanz dann raus. Schade. James Wade gegen Price. Nee. Gegen Price fliegt James Wade raus, glaube ich. Tatsächlich. Dann Josh Rock gegen Michael Van Gerwen. Michael Van Gerwen gewinnt. Espinel gegen Humphries. Humphries. So, Semifinale. Rob Cross gegen Price. Boah, das ist, glaube ich, so ein Match, das Rob Cross gewinnt tatsächlich. Michael Van Gerwen gegen Luke Humphries. Boah. Ich glaube, das lässt sich Michael Van Gerwen nicht nehmen. Nach dem letzten Major-Finale, wer es gesehen hat. Krasses Comeback von Luke Humphries. Ich glaube, das Rematch
Ich sehe Michael van Gerwen dieses Jahr wieder im Finale. Gegen Rob Cross. Sehe ich dieses Finale so? Boah, jetzt muss ich gerade nochmal echt überlegen. Ich sehe die Halbfinale so. Die sehe ich. Komm. Aber ich weiß nicht, ob ich das Finale so sehe. Ey, ich habe bei meinem random Durchklicken Rob Cross auf die 1 gewählt. Und jetzt wieder, oder was? Das war Schicksal. Back-to-back-Weltmeister. Auch nächstes Jahr, glaube ich dann. Also ich glaube nicht, dass Luke das Ding komplett gewinnt. Ich sehe aber Cross tatsächlich auch nicht gewinnen. Ich sehe es, glaube ich, eher so. Boah, was ihr mit mir macht. Ich sage, Gervin Price gewinnt das Ding. So. Ich war letztes Jahr nach dem Kopfhörer-Debakel, möchte ich es nennen, hätte ich fast ein Video aufgenommen, wo ich gesagt habe, Price wird zurückkommen und Weltmeister, weil er hat so viele Insta-Stories rausgehauen. So Comeback Stronger und so richtig deepe Sachen. Ich war so überzeugt, dass der jetzt richtig rasiert. War jetzt übers Jahr so mittel zu sehen. Also nicht schlecht, aber auch nicht überragend. Aber ich sag, Price Weltmeister. Und dann können die Leute nochmal lachen über die Kopfhörer. So, das Ganze tue ich jetzt als PDF down. Boah, ich weiß nicht, ob ich zufrieden bin, aber it is what it is. Ich lade das Ganze jetzt als PDF runter. Und wir werden dann immer nach den Spielen abhaken, ob ich richtig oder falsch gelegen bin. Und wir werden schauen, ob alles stimmt. Boah, ich werde so viele Dislikes bekommen wegen Stowe Bunce tatsächlich, glaube ich. Aber ich glaube, Michael Smith verliert. Und da kriege ich ein Follow, obwohl ich nicht live bin. Ich hoffe, die WM Predicts hat euch gefallen. Ich bin irgendwie nicht so ganz zufrieden. Michael Smith ist ein bisschen sketchy und ich weiß nicht, wer die WM gewinnen soll. Keine Ahnung. Also, ich bin komplett überfragt. Deswegen habe ich umso mehr Bock, um zu sehen, wer wirklich gewinnt. Ich weiß es nicht. Es ist so ausgeglichen gefühlt. Beziehungsweise es könnte jeder einfach einen Titelrun starten gefühlt. Wie ich das Ganze mit Streaming angehen werde während der WM, weiß ich noch gar nicht so richtig. Ich werde auf jeden Fall heute Abend live sein während den Spielen, so Watch-Party-mäßig. Wenn das Ganze gut ankommt und cool ist, dann werde ich das jeden Tag machen. Das Krasseste wäre natürlich 13.30 Uhr, erstes Spiel, bin ich hier und dann bis 12 Uhr durchziehen. Ist halt abhängig davon, wie viele Leute da sind, wie sehr es Bock macht. Ich habe auf jeden Fall übertrieben Bock. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bruder, es kommen kranke Videos, es wird eine krasse Zeit. Ich habe wirklich richtig Bock. Bis zum nächsten Mal.